Soapies in Trance. Maike von Bremen ist 2011 leider zum letzten Mal in der Daily Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zu sehen. Mittlerweile hat sich die Schauspielerin sogar ein zweites Karrierestandbein gesichert. Und das ist hypergenial. Auch für die Soapstars. Maike ist nämlich unter die Hypnotiseure gegangen. Ich fand das immer schon total interessant. Und vor 4 Jahren habe ich das dann eben gelernt und habe einfach gedacht, es ist so schön, auf so einfache Art, Menschen Laster zu nehmen. Das ist meine Leidenschaft und jetzt mache ich es richtig. Na, erzähl doch mal, Maike, welche Arten von Hypnose bekommt man denn so bei dir? Rauchentwöhnung, sehr beliebt heutzutage. Burnout-Prävention, jede Art von Phobielösung, Platzangst, Flugangst, Bühnenangst, also auch für Kollegen gut zu verwenden. Hören wir da Kollegen? Einige hat Maike tatsächlich schon in einen Trance-Zustand versetzt. Dieses Gefühl kennt auch Ex-GZSZ-Star Raphael Vogt nur zu gut. Ich habe mich schon hypnotisieren lassen, aber nicht von ihr. Ich finde Hypnose durchaus interessant und sie funktioniert. Also ich hab mir das Rauchen abgewöhnt dadurch. Jetzt fragen wir uns, was hat Maike ihren Ex-Kollegen denn wohl alles ausgetrieben? Sommer, Sonne und knappe Outfits, wohin das Auge reicht. Jetzt schnell noch ein paar Fitness-Tricks und dann kann der Bikini-Urlaub kommen. Sportskanonen Detlef, Diesust und Kate Hall schwören auf das neue Fitness-Gold. Kurze, knackige Bodyweight-Fitness-Einlagen. Ein Training von 15, 20 Minuten, das den Herz-Kreislauf bis ganz nach oben bringt, sodass dir der Fettverbrennungsmodus eingeschaltet ist. Ja, klingt wirklich vielversprechend, aber auch bei über 30 Grad geeignet? Wenn man nicht normalerweise Sport macht, dann würde ganz wenige Sachen eigentlich machen, sowas Fahrradfahren geht und also aber Joggen ist das schon alles zu heftig. Joggen ist zu hart. Wir schwitzen halt auch wie Schweine. Naja, notfalls helfen ja immer noch Schwimmübungen im altbewährten kühlen Freibad. Mutig, mutig, da hat sich die liebe Maite Kelly für den Red Carpet extra fein rausgeputzt und doch eine Sache vergessen, den BH. Na, ob das wirklich ein Versehen war? Ich bin ein gutes Mädchen, ich habe einen BH. Nein, 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 es ist ein eingebautes BH in mein Kleid und jetzt hast du ganz intime Sachen rausgeholt, du kleines Nuderchen. Irgendwie sieht das aber trotzdem sehr verdächtig aus. Fehlt da vielleicht auch noch der Slip drunter? Das macht man nicht. You're always the good girl. Keep your class. Immer die Klasse halten. Klasse sieht Maite in diesem Glamour-Outfit ja definitiv aus. I am a good girl. Ups, da veröffentlicht Rapper 50 Cent ein Instagram-Foto nach dem anderen, um der Welt zu beweisen, nein, ich sitze gerade nicht hinter Gittern. Schon rücken die schwedischen Gardinen doch immer näher. Nach der Gewaltattacke auf seine Ex-Freundin Daphne drohen dem 37-Jährigen nun 5 Jahre Haft. Tja, zu früh gefreut, 50. Die nächsten Beweisbilder kommen dann bald vielleicht nur noch aus der Zelle.